Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Wir waren am letzten Schrein im Himmel. Dann haben wir alle Schreine im Himmel erledigt und gehen wieder auf die Erde zurück. Das werden wir jetzt tun. Wir haben auch einige Schatztruhen noch markiert. Die werden wir uns zur gegebenen Zeit noch holen. Noch lohnt sich das für uns nicht. Und wir gehen jetzt aber zum letzten Schrein. Dafür werden wir ein letztes Mal im Himmel uns so ein Ding hier basteln. Unser Hoverbike, oh, Alter, ja. Ich und die Steuerung wieder mal. Ich zocke im Moment einfach zu viel Cyberpunk, entschuldigt das. Gut, jetzt aber los und wir reisen einfach dahin, weil wir dahin müssen. Holen uns den letzten Schrein und dann geht's wieder auf die Erde zurück. Auf die Erde, ihr wisst Bescheid, was ich meine. Nach Hyrule runter. Und holen uns dann erstmal, ich glaube, wir haben sogar fast alle Schreine im Eisgebiet, ne? Ja, wir haben schon alle Schreine im Eisgebiet. Das heißt, wir werden von hier unten die Wüste dann erstmal abarbeiten. Weil die Wüste wird am schwierigsten werden, das kann ich euch versprechen. So, Archipel von Osthebra. Wir sind zu niedrig. Wir müssen einen Ticken höher, um wieder in den Himmel zu kommen. Ach nee, ich bin ein Idiot. So ist es besser. Ich habe ja vergessen, das ist ja so eine geile Funktion, dass das, worauf ihr die Karte setzt, das dann auch ausgewählt bleibt. Was halt sehr cool ist, wenn man sich im Untergrund orientieren möchte. So, als erstes mal hier hin. Damit wir erstmal gucken können, was wir hier bekommen. Oder bekommen können, wohl eher. So, mal gucken, was. Gut, nichts Wichtiges auf jeden Fall. So, und dann geht's zum Schrein. So, einmal in die Richtung. Da ist er auch schon. Natürlich müssen wir nochmal so eine Kack-Quest machen. Tanino Ud-Schrein. Los geht's. Bringe den Kristall, den das Licht zeigt, dem Schrein da. Dann schenken wir dir ein Licht, das die Finsternis bannt. Wundervoll. Einmal hochziehen und da lang. Whoop. So, jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal einen Weg da reinfinden, oder? Hier haben wir auch nochmal eine Truhe. Oh ja, super. So, lassen wir... Moment. Nehmen wir das Ding einfach mit, weil... Warum nicht? Gut, da passiert gerade noch nichts. Oh nein, du bleibst. So, weil wir wollen uns die Truhe ja natürlich auch holen. Oh, Moment. Ah, shit. Ist das zu wenig oder funktioniert das nicht, weil... Was ist, wenn ich das an der Seite anbringe? Nee, dafür brauchen wir mehrere. Alles klar. Wir haben ja einen Haufen davon. Schade, das funktioniert leider nicht. Wir kommen mit diesem Ding nicht unter die Truhe. Das ist blöd. Gut, da müssen wir das leider anders machen. Wir haben ja noch von... Ich hoffe, wir haben ein paar davon.
Wir haben nur 8 Schwebesteine, na, das ist so schlecht. Scheiße. Kacke. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr davon. Noch mindestens ein paar mehr. Oh, jetzt wird's gleich witzig. Ich glaube, den holen wir nochmal her, weil ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich möchte mir nämlich eine kleine Treppe bauen und dann am Ende da unten für die Truhe den da einfach runterlegen. Okay. Ich kann also einfach mehrere aktivieren. Das ist sehr gut. Energie haben wir genug, da wollen wir uns keine Sorgen machen. So, wir müssen halt nur... So, so sollte das eigentlich funktionieren. Wenn ich das richtig mache. So, der richtige Mongo-Weg, Alter. So, jetzt aber unter die Truhe. Ich kann das zwar nicht richtig sehen, aber es sollte klappen. Ja, es funktioniert. Sehr schön. Eine alte Karte. Mal gucken, ob die uns was Neues bringt. Ja, den Schatz haben wir noch nicht. Sehr gut. Der auf der alten Karte angezeigte Ort wurde in deine Karte übertragen. Sehr gut. Müssen wir aber leider wieder hochklettern erstmal. Vorsicht. Gut, wir haben es geschafft. So, und jetzt heißt es, einen Weg da reinfinden, ne? Da unten ist er. Wir müssen erstmal weiter wegfliegen, damit... Ach so, nee, wir können das ja gar nicht sehen, ne? Wir fliegen trotzdem mal weiter weg, damit die Schwebesteine mal runterfallen. So, hier ist unser Weg, wo wir unseren Kristall bekommen. Sehr gut, die Schwebesteine, da habe ich schon Abgang gemacht. Gut, jetzt brauchen wir ein Schwert. Geht das? Yes! So, hier haben wir ein Frostkraut. Das nehmen wir mit. Warum nicht? Na, oh, Glück gehabt. Ich dachte schon, wir hätten das Frostkraut versaut. So, perfekt. So werden wir das aufs Schiff packen. Und dann heißt es einfach nur abheben und dahin fliegen. Ob das was wird, ich weiß ja nicht. Wir gucken einfach mal. Ja. Nein. Ganz schwer zu lenken gerade. Ich muss echt vorsichtig sein. So, aber es sollte gehen, wenn ich vorsichtig lenke, sollte das zu machen sein. Und viel gegenlenken auf jeden Fall. Oh, das ist echt anstrengend mit dem Teil hier gerade. Runter. Yes, wir haben es geschafft. Huh, damit haben wir auch den letzten Schrein in der Luft endlich abgeschlossen. Tanino-Ut-Schrein. Mhm.
Sehr nice. Rauru's Segen. Da wir das Rätsel ja eben gerade schon gelöst haben, ihr kennt das. Ein Topaz, den nehmen wir mit und schnappen uns endlich diesen Schrein. Sehr gut. Hui! Wir haben es endlich geschafft. Alle Schreine im Himmel sind erledigt. Sogar die schweren haben wir hinbekommen. Mit den schweren meine ich die hier. Sogar die beiden haben wir geschafft. Jetzt als nächstes geht es hier hin. Wir müssen hier einige Schreine holen. Das wird einmal... Wir werden von hier im Kreis anfangen. Moment mal. Den haben wir doch schon, hä? Wieso war das noch markiert? So, das wird nicht einfach werden. So viel kann ich euch versprechen, weil es ist ein Sandsturm um Gerudo und... Das wird nicht einfach werden, um also die Schreine zu finden. Aber wenn wir die Gerudo-Schreine haben, haben wir die schwierigsten Schreine auch hinter uns. So, es ist noch kalt, ne? Ja, müssen wir die Hose noch anlassen. Aber wir wollten eh hier lang. Ihr seht jetzt gerade das Problem. Durch den Sandsturm können wir halt wenig erkennen. Oh, ups. Also einen Schrein sehen wir auf jeden Fall. Der ist da hinten. Das ist gar kein Problem. Aber wo die anderen sind, wird dann halt schwer. So, warum nicht mitnehmen, wenn wir schon dabei sind? Wenn, oh, da ist noch eine. Oh, zwei Sternschnuppen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber die zweite holen wir uns nicht. Wir haben ja die nur mitgenommen, weil sie auf dem Weg lag. Genau, das war noch das Ding, was... ...noch nicht im Sandsturm ist. Deswegen konnten wir das auch sehen. Maya Tata-Schrein. Dann rein da. So, das war noch einer der einfacheren Schreine, leider. Die nächsten Schreine werden wesentlich schwieriger, weil die im Sandsturm liegen. Das wird echt richtig unangenehm. Aber wir werden alle finden. Puh. Rutschparty. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Viel zu einfach. So, oh, wieder so ein Schrei. Alles klar. Nice. Ups, was mache ich denn da für einen Schrott? Ja, nee.
Genau. So, jetzt, perfekt. Wir brauchen nämlich so ein Teil. Jetzt kommen wir nicht vorwärts. Und dann kann es losgehen. Link, komm schon. Rauf da mit dir. Los geht's. So, da oben ist die Truhe. Da wollen wir zuerst hin. Sowas ist immer ganz nice, wenn man sowas machen kann. Das ist cool. So, und dann müssen wir hier einmal parken. Ich hoffe, unser Ding bleibt da auch, solange wir die Truhe holen. Zehn Holzpfeile. Nice, nehmen wir gerne mit. So, und los geht's. No! Das war eine schön scharfe Kurve, Alter. Gerade so hinbekommen. So, aber damit sind wir durch mit dem Schreien hier. Danke. Sehr gut. 60 Stück. Damit haben wir schon 15 Herzen, die wir jetzt dazu kriegen. Dann sind wir bei 20. 20 Herzen ist ziemlich nice, ne? Ich weiß, ihr steht auch da drauf. 20 Herzen klingt gut. Wir haben aber noch ein paar Schreine vor uns. So, ab jetzt wird es schwieriger werden. Weil ab jetzt werden wir uns auf unser Gespür verlassen müssen. Der Wüstenbazar. Die Dinger werden später wichtig werden. So, wir werden uns jetzt... nein. Weil wir können im Sand ja gut laufen. Wir haben ja uns was extra... Wir haben uns ja extra was dafür geholt, nämlich die Sandstiefel. So, wir müssen jetzt nämlich in den Sandsturm rein. Wir müssen die Richtung geradeaus genau beibehalten. Dann kommen wir zum Schrein. Wenn wir jetzt geradeaus laufen. Oh, was haben wir denn da? So, weil jetzt... Wir dürfen uns jetzt nicht verlaufen. Einfach nur geradeaus weiter. Wir brauchen Elektrofrüchte. Elektrofrüchte, Brudi. Oder Wasserfrüchte. Irgendeine Magiefrucht halt. Oh, Kacke. Sehr gut. So, das wird jetzt trotzdem anstrengend. Ich hoffe, wir gehen so in diese Richtung. Richtig. Weil, wie gesagt, wir haben die Karte nicht zur Verfügung. Deswegen ist das halt leider alles andere als einfach. Ich meine, dass das richtig war. Treibsandhöhlensee, das müsste richtig sein. Auf jeden Fall ist hier ein Maui. Oder Maioi, das ist schon mal gut. Oh, süß.
Nee, wenn wir den jetzt töten. Ja, tschüss, Puh. Die fallen da halt einfach durch, ne? Tja, wir verlieren halt die ganzen Items. Das tut mir halt in der Seele weh. Ach nee, da ist es doch. Cool. Nein, das Auge! Ei, Brudi! Oh ja, das wird richtig geil werden, Alter. Wir müssen hier trotz allem echt vorsichtig sein, weil uns das Treibsand, der kostet uns Ausdauer. Nein, Link, du sollst darauf, Bruder. Genau. Ich kann ihn von hier leider nicht angreifen, ne? Nur so. Scheiße, das hat nicht gereicht. Gut, wir haben wenigstens das Maui-Signum. Schaffe ich das von hier bis da hinten rüber? Ja. Sorry, Brudi. So. Das nehmen wir mit. Ausdauer ist wieder voll. Das Erz ist uns egal. Brauchen wir nicht. Also könnte... Ich weiß nicht, ob ich das holen soll, weil da könnte ein Diamant drin sein. Und ein Diamant ist schon wieder so... Ja, sollten wir uns auf jeden Fall holen. Leider nicht. Aber ein Topaz kann man mitnehmen. Why not? Sehr gut. Ich hab vergessen, ich kann auch einfach stehen bleiben im Sand. Okay, dann einmal darüber. Dann müssen wir da hoch. Tja, hat der Brudi wohl gedacht, er überrascht uns, ne? Gar nichts überrascht uns, du Lappen. Wahrscheinlich kriegen wir aus seiner Truhe eh nur wieder Schrott. Ihr kennt das. Oh, wer hätte das nur gedacht? Eine Gerudo-Lanze. Ein Königsschild. Das ist gut. Ja, das war nicht richtig, dieser See. Wir sind sogar noch relativ weit weg. Extreme Hitze, jetzt schon. Oh, Moment, scheiße. Wir haben den Hut noch gar nicht, ne? Für die extreme Hitzekacke. Das heißt, wir müssen uns jetzt damit abmühen. Ja, scheiße. Das ist blöd. Dass wir nur langsam vorankommen werden. Wie gesagt, Karte ist nicht verfügbar. Wir können uns halt auch selbst nicht sehen. Und das ist halt nicht gut.
Aber zur Orientierung können wir natürlich, wenn wir die Oberflächenkarte holen, hier unten drunter ist der See, ist der Schrein irgendwo. Das heißt, es muss einen Weg runtergeben. Hier vielleicht irgendwo? So, dann gucken wir mal, ob das der richtige Weg ist. Nein, das ist wieder nur der Untergrundsee. Oder doch? Könnte das der richtige Weg sein? Gibt's hier eine geheime Höhle, wo wir vielleicht reinkommen? Nee, von hier aus auf jeden Fall nicht, aber... Versuchen wir es doch. Es muss also noch einen anderen Weg geben. Irgendwo muss es noch einen Weg in eine Höhle reingeben. Da sind nur Gyptos. Um die brauchen wir uns nicht kümmern. Hier ist nichts. Scheiße, ich kann nicht mehr markieren, ne? Dafür müsste ich erst runter in die Höhle. Ist ein bisschen blöd. Das heißt, wir können erstmal nur im Kreis laufen. Dann muss es einen Weg von hier zum Schrein geben. Ich kann es mir sonst halt einfach nicht anders erklären. In diese Richtung gibt es irgendwas zum Hochklettern. Ich sehe hier aber auch keinen Eingang, ne? Wenigstens haben wir das Auge gekriegt noch, lol. Aber sonst ist hier halt gar nichts. Kein Weg in die Ecke, kein gar nichts. Aber jetzt, wo es mir gerade mal auffällt, als ich da vorhin hochgegangen bin, nee, gut, das bringt nichts. Und da hochzukommen bringt uns halt leider auch gar nichts, ne? Nee. Okay, dann wird das lustig, den zu finden. Der scheint dann entweder noch tiefer zu sein oder es muss einen anderen Weg dahin geben. Gut, aber Leute, ich werde den Part dann in der Höhle beenden. Ich werde jetzt gucken, wo wir den Schrein finden. Wir haben nur einen Schrein geschafft, glaube ich. Und uns eine Truhe geholt. Ne, zwei Schreine haben wir geschafft. Ist okay. Hätte mehr sein können. Naja, dafür haben wir diese Höhle gefunden.
Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!